keiner mehr Pink verwenden darf, aber nicht im Zusammenhang mit Telekommunikation. Wenn jemand jetzt irgend so eine Telekommunikationsberatung hat und da Pink auf seiner Webseite hat, der wird massive Probleme bekommen. Oder früher der Palmas. Der ist bei allem, was er hat, drucken lassen, mit den Farben angerückt und hat die speziell gemischten Farben gehabt und hat diese Farbe geschützt gehabt. Inzwischen haben sie die Farbe geändert und die Farbmarke gecancelt. Aber da muss man aufpassen, dass man nicht in dieses Warnverzeichnis reinfällt. Wenn jemand jetzt Pink für, weiß ich, für Strümpfe schützen will, kann er machen. Das wird denen nicht wehtun. Es gibt auch noch Hologrammmarken. Das ist aus dem alten Verzeichnis die Farbmarke vom, also Suchar, heute Kraftfoods. Das ist aus dem uralten, so ein Foliant aus dem Patentamt. Ist noch aufrecht, wird noch bezahlt. Dann haben wir noch Kennfadenmarken, wenn einer so riesige Kabelbäume hat. Die gehört dem Brandenburger Kabelwerk. Klangmarken, Hologrammmarken, ich habe noch keine gesehen, aber sie gibt es theoretisch. Und Geruchsmarken. Die sind jetzt ein bisschen Es gibt ein paar russische Geruchsmarken, habe ich gefunden, aber die haben irgendwie nicht wirklich den Stellenwert. Kennt jemand den Herrn von Korff? Ja, Palmström, genau. Angeregt durch Korffs Geruchssonaten gründen Freunde einen Aromaten, einen Raum, in welchem kurz gesprochen nicht geschluckt wird, sondern nur gerochen. Gegen Einwurf kleiner Münzen treten aus der Wand balsamische Trompeten, die den Gästen in geblähte Nasen, was sie wünschen, leicht und luftig blasen. Und zugleich erscheint auf einem Schild des Gerichtes wohlgetroffenes Bild. Viele Hunderte, um nicht zu lügen, speisen nun erst wirklich mit Vergnügen. Christian Morgenstern. Bei den Marken muss man immer Warenklassen oder Dienstleistungsklassen angeben. Also Dienstleistung, ich betreue Webserver. Ich habe ein Friseurgeschäft. Haare schneiden. Verköstigung von Gästen, Unterbringung von Gästen. Waren, Getränke, alkoholische Getränke, Schuhe, chemische Erzeugnisse. Da gibt es riesige Listen, die kann man runterladen. Das muss man angeben. Nur die ganz, ganz großen Marken wie Mercedes, Siemens, Coca-Cola haben alle Warenklassen geschützt, damit man denen nicht zu nahe tritt und als Trittbettfahrer mitläuft. Die Kleinen können sich durchaus auch einig werden. Oder der Aldi Nord, der Aldi Süd, die haben sich einfach die Brüder zerstritten und haben die Marke aber nicht gecancelt, sondern haben die Marke gelassen. Wenn jetzt jemand was anmeldet und dann sieht, da gibt's was, nicht sagen, ich mache das nicht, sondern nachfragen, ob der was dagegen hat. Vielleicht kann man sich mit dem einigen, wenn ja, schriftlich bitte. Wenn der eine Zucker herstellt und der andere Gewürze ist, ist völlig egal. Wenn es nahe kommt, würde ich sagen, nachfragen. Was bei Marken ausgeschlossen ist, sind Hoheitszeichen. Bitte niemals irgendeinen Geier oder so irgendwas auf eure Webseiten nehmen. Das geht bös aus. Das haben wir durchexerziert. Die Österreich-Zeitung, die ist mit ihrem rot-weiß-roten Banner und dieser komischen Kugel durch alle Instanzen gegangen. Da haben sie gekämpft bis aufs Messer. Und dann irgendwann hat ein Jurist gemeint, ja, so dumm ist das österreichische Volk nicht, dass es nicht unterscheiden kann, dass das eine Zeitung ist und nicht bla bla bla. Aber Hoheitszeichen bitte nicht nehmen, das kann ganz bös enden. Für Marken ausgeschlossen sind weiterhin Beschreibende, damit die Sprache nicht blockiert wird. Also ich darf jetzt nicht anmelden, Computergeschäft. Dann darf keiner mehr über ein Computergeschäft reden, weil die Marke gehört mir. Also sie darf nicht beschreibend sein. Ich kann das Computergeschäft Bumsti nennen, aber nicht Computergeschäft. Also es darf nicht so sehr beschreibend sein. Ich darf nicht Blumenmarkt für einen Blumenmarkt sagen. Seinerseits passiert, vielleicht erinnert sich jemand noch an das ganz alte Logo vom Holland Blumenmarkt. Da haben sie dann bei uns, die Juristen im Patentamt, gesagt, ja, Blumenmarkt ist beschreibend, das kriegt ihr nicht.
Dann haben die gesagt, habt uns gern, haben das Tee überall runtergekratzt, haben gesagt, jetzt ist es aber nicht mehr beschreibend und haben es gekriegt. Sie hätten damals nachweisen können, dass es eh schon in ganz Österreich bekannt wäre und hätten das kriegen können. Das hat bei uns im Amt eine Juristin damals vertan. Dann die nächste schöne Marke, Apple. Apple hatte ja mit diesen Apple Corporation, oder wie das heißt, von den Beatles Probleme. Und sie haben sich dann nach langen, langen Streiten dann geeinigt, dass Apple ja eh nur Computer hat und die anderen Musik produzieren. Dieser Streit war beigelegt und es hat dann wieder aufgelebt, wie Apple angefangen hat mit iTunes. Da haben sie wieder von vorne angefangen und dann konnten sie sich irgendwie nach dem 27. Durchgang einigen. Apple produziert die Musik ja nicht, sondern schleust sie sozusagen nur durch. Die Beatles produzieren die Musik. Also sie kommen sich eigentlich nicht in die Quere und sie hätten sich den ganzen Zinnober sparen können, wenn sie vernünftig miteinander geredet hätten. Aber manchmal ist es halt so. Dieses I. Apple hätte das so gerne gehabt. Alles, was I ist am Anfang, gehört mir, meins. Und bei den Marken sagen sie, das ist nicht spezifisch genug. Das I ist zu wenig, um eine eigene Marke zu sein. Also, iMac, iPad, iCloud, jeder kennt das. Und dann war die Frage, wie heißt die neue Uhr von Apple? Ja, inzwischen ist es im letzten Jahr hat es die Apple Watch so noch nicht gegeben. Da haben manche dann noch gesagt, iWatch. Hätte Apple gerne gehabt, aber da hat es einen Schlauberger gegeben, das ist auch aus Markenregistern raus. Der hatte früher, also eine Firma Bright Flash, da gibt es auch noch mehr, die bereits 2013 das iWatch angemeldet hatten. Und Apple hatte irgendwie das Nachsehen und hat dann gesagt, Apple Watch, und wollten offenbar dem Streit aus dem Weg gehen. Das hätte auch nur wieder unnötig Geld gekostet. Und die anderen sind zuerst gewesen und das I alleine konnten sie nicht haben. Also, was soll's. Nicht jedes I gehört Apple. Was man mit Marken so alles Böses tun kann. Diese Oldtimer wurden also mit viel Liebe von Menschen repariert und die haben Ersatzteile hergestellt. Eines Tages hat dann VW gesagt, ja, das Geschäft könnten wir aber selber machen. Hat aus alten Markenanmeldungen, die man da unten sieht, es waren Marken, keine Muster, diese Zeichnungen rausgenommen und hat gesagt, ja, das gehört uns, wir machen die selber, und VW konnte denen das verbieten, haben die neu angemeldet und lassen jetzt selber in China Ersatzteile für die Oldtimer fertigen. Das sind so ganz böse Tricks. Da eine dreidimensionale Marke, Apple hat diese ganzen Shops als dreidimensionale Sachen geschützt. Die schauen alle gleich aus oder weitgehend gleich. Sind in USA, in Deutschland überall geschützt, also ob sie einen österreichischen Schutz haben, glaube ich nicht. Weil es gibt ja auch hier keinen Apple-Shop. Ist auch eine dreidimensionale Marke, können sie unendlich lange verlängern. So, was kann jetzt alles passieren? McLemmon, der liebe Vorgänger, hat beim Patentamt angemeldet. Wer hat Einspruch erhoben? Nein. Mit Apple war das abgesprochen. Das war ja eh klar. Also wenn mit Apple, da muss man nachfragen. Wenn man sowas machen will, so eine Firma. Nein. Auch der McDonald's. Der war so ähnlich wie der Apple. Der Meinung, alles was Mac ist, gehört mir. Gut. Wenn so etwas passiert, einmal nicht im Nerven wegschmeißen, ein Fristgesuch einreichen, man möge mir die Frist erstrecken
und dann schauen, wer kann mir helfen. Man konnte das dann beilegen, es war im Warenverzeichnis nicht nur die Dienstleistungen, sondern auch Druckwerke. Nachdem jetzt die Firma McLemmon keine Drucke herstellt, selber, und keine Bücher vertreibt, und gesagt, gut, das könnt ihr haben, Flugblätter für sich selber darf man ja eh machen, ohne dass das im Schutz drin, und dann haben die eine Ruhe gegeben. Aber McDonald's streitet gern, also das haben sie schon öfter gemacht. Dann, was noch passieren kann, jeder, der sich eine Firma mit einer Firma anfängt, sollte aufpassen und sich eine Domain registrieren. Ich habe gehört von Firmen, die hatten eine Domain, waren eingesessen, dann hat jemand das als Marke angemeldet und konnte dem die Domain unterm Hintern wegziehen. Also wenn jemand das macht, bitte erst die Domain registrieren, dann die Marke anmelden und wenn das ist, dann das nehmen. Die Domain kostet nicht so viel, wenn man sie wegschmeißen muss. Das kann ganz böse ausgehen. Also immer schauen, dass das korrespondiert, dass man das hat, sonst kann man ganz, ganz böse einfahren. Und das sind nur einige Beispiele, wie das ausschauen kann. Würde ich jedem unbedingt raten. Die Marke kann man beliebig verlängern, ja. Wie das mit den Domains ist, weiß ich nicht, aber das wisst ihr besser. Also wenn man nicht bösen Unfug treibt, bleibt die. Solange man es zahlt halt, das ist schon klar. Ja, die Marke kann man verlängern, aber bitte immer miteinander. Und wenn irgendwie, ich möchte eine Domain haben und sehe, da ist eine Marke, vorsichtig sein. Und wenn man irgendwas hat, eventuell mit jemandem reden und sich das schriftlich geben lassen, weil Leute halten sich auch nicht an Abmachungen. So ein primitiver Bleistift hat mehrere Patente, deshalb ist das Klumpert alles so teuer. Die Noppen haben eine gewisse Zusammensetzung, eine gewisse Gummimischung, die Marke und dieses ganze Dreieckige, das ist noch einmal ein Muster. Also man hat ein Patent, ein Muster und eine Marke vom Faber-Castell. Ja? Im Prinzip ja. Ja. Ob man das als dreidimensionales Muster hätte, als dreidimensionale Marke hätte anmelden können, ja, hätte man. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob sie das haben, also könnte durchaus sein, dass sie das inzwischen nachgeholt haben. So wie die Römerquelle, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, was soll das? Aber sie haben es dann nachgeholt und haben das auch europaweit gemacht. Urheberrecht. Da fällt alles Künstlerische, Romane, Tanz, Choreografie, Skulpturen, fällt alles das rein und Computerprogramme. Die sind vor 30, 40, 50 Jahren irgendwann einmal in das Urheberrecht reingekommen. Der Source Code wird durch das Urheberrecht geschützt. Was wirklich passiert, wenn ich das durch einen Compiler jage, das in einer höheren Sprache ausgibt, keinen Source Code mehr habe, was dann Juristen dazu sagen, die das ohnehin nicht verstehen, wage ich nicht vorherzusagen. Es ist ganz schwierig, wenn dann Juristen über so irgendwas befinden müssen. Jedenfalls prinzipiell ist das Source Code einmal durch das Urheberrecht geschützt. Ich finde persönlich, er ist dort nicht sehr gut aufgehoben, aber es ist einfach so. Und da müssen wir durch. Dann die Panoramafreiheit. Wo darf ich fotografieren, was darf ich auf meine Webseite stellen? Also die roten, da darf man nicht. Also den Eiffelturm auf meine Webseite stellen würde ich unterlassen. In der Nacht ist er sowieso ganz besonders geschützt. Hier darf man nur Sachen, die immerwährend dort sind. Also eine Verhüllung von Christo ist ein Kunstwerk, das ist nicht immerwährend da, das darf man nicht. Das darf man nicht auf die Webseite gehen, kein Geschäft mitmachen. Schönbrunn. Viele sagen, ja, meine Firma ist in Schönbrunn, in Wien, ich mache Schönbrunn und geht gar nicht. Die sind ganz bistig, Leute zu verklagen. Diese ganzen Bilder in Wikipedia, hat Wikipedia massive Probleme gekriegt, weil es alle besonderen Bauwerke veröffentlicht hat. Da gibt es derzeit große Streit.
Also nicht auf eurer Webseite jetzt irgendein Bauwerk, die Karlskirche könnt ihr von weitem, aber nicht Schönbrunn, nichts, was auf einem privaten Grund steht. Und Nachforschung, das ist ganz, ganz heikel. In Frankreich, Italien, also die roten Länder gehen gar nicht. Ich würde das einfach lassen. Ja. Geht gar nicht, also da hat es beim 100-Wasserhaus so ganz, also mit einer Drohne, geht gar nicht, da hat es mit dem 100-Wasserhaus Entscheidungen gegeben, da hat jemand vom gegenüberliegenden Haus was fotografiert. Geht deshalb nicht, weil es heißt, ohne Hilfsmittel. Ich darf nicht einmal Stativ verwenden. Öffentliche Straße, aber kein Hilfsmittel. Und die 100-Wasserleute, die klagen, die Erben. Die klagen ganz massiv, also die kennen kein Pardon, nicht auf die Webseite stellen. Das ist, also mit denen würde ich mir nicht anlegen. Die haben da schon sehr viel gewonnen. Ja? Also sagen wir da, von wem gehören diese Patente? Weil, gehören die dem Land oder? Das sind keine Patente. Der Eiffelturm ist ein Kunstwerk, ja. Ja, eigentlich übers Urheberrecht. Die Freiheitsstatue ist auch übers Urheberrecht. Urheberrecht gilt bis 75 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Das wäre beim Eiffelturm und bei der Freiheitsstatue und so schon vorbei. Die Amerikaner versuchen jetzt manche von den Gebäuden für immer zu schützen, also ewig, einfach, was lustig ist. Und wegen der Mickey Maus verlangen, wollen sie jetzt das Urheberrecht verlängern. Sie hatten das schon einmal, ein kürzeres Urheberrecht, dann ist das ausgelaufen, dann war es eine Zeit lang frei und dann haben sie posthum das verlängert, dass dieser freie Zeitraum eigentlich auch unter das neue Verlängerte gefallen ist. Also den Juristen stellt es die Haare auf. Also normalerweise heißt Urheberrecht 75 Jahre nach dem Tod des Schöpfers. Das ist noch einmal Schönbrunn, eine alte Zeichnung. Also die ist so alt, die könnte man jetzt nehmen. Aber im Schönbrunn, man kann auch dort fotografieren, man darf Hochzeiten fotografieren, alles, man muss es anmelden und zahlen. Also seid vorsichtig, dass nicht irgendein Blödsinn auf eurer Homepage nimmt, weil es einfach schön ist. Das ist in dem Fall nicht gefragt. Weiter zum Urheberrecht, Mein Kampf. Hitler hat sich 45 umgebracht, war auch dasselbe mit der Anne Frank, jetzt ist das Urheberrecht ausgelaufen. Das ist Ende, auch der kleine Prinz. Streiten wir uns jetzt bei Mein Kampf, weil die Deutschen wollen das nicht und haben jetzt eine 2000 Seiten Sache herausgebracht mit Kommentaren und sie wissen jetzt nicht, also vom Urheberrecht können sie es nicht mehr schützen. Das Urheberrecht hatte der Freistaat Bayern aufgekauft und hat es bis jetzt verhindert. Jetzt müssen sie sich irgendwas einfallen lassen, weil das wollen sie nicht. Also sie haben da, wenn es nicht drüber geredet hätten, wäre wahrscheinlich gar nichts passiert, aber sie haben da massive Ängste und ja. Also sie können ein neues Gesetz machen oder was immer mit dem Urheberrecht, können es das jedenfalls nicht mehr blockieren. Es ist ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Zeichnungen, irgendwelche Romane, irgendwas zitieren wollt oder was. 75 Jahre nach dem Tod des Urhebers ist das kein Problem. Musik, Mozart, kann ich verwenden, aber ich darf keine Aufnahme mit dem Karajan verwenden, öffentlich. Weil die Aufnahme mit dem Karajan ist geschützt. Da ist das Werk an sich noch einmal geschützt. Wenn ich ihn selber spiele, darf ich den Mozart verwenden. Es ist alles ziemlich heikel. Dann da sind wir wieder bei, habe ich heute schon irgendjemandem erklärt, zu IBM-Zeiten sind die Clones vom Original-IBM-Computer am Markt gewesen. Die haben einfach die Chips aufgeschliffen und das nachgebaut. Und dann hat man geglaubt, man muss Halbleitertopografien schützen. Und zwar ist das nur die räumliche Anordnung und diese Entflechtung, diese dreidimensionale, im Chip selber. Die konnte man schützen. Es hat ein paar Anmeldungen gegeben, also im österreichischen Patentamt sind, glaube ich, die letzten 5 Jahre keins mehr und vorher so 1 oder 2 pro Jahr angemeldet worden. Ist jetzt kein Thema mehr. Ist also 3/4 totes Recht. Aber zu Zeiten, wie das noch relativ einfach war und nicht 7, 8, 9, 10 Layer waren, war das durchaus ein Thema und das Entflechten war relativ kompliziert. Auch wenn es damals nur 2 Layer waren und das konnte man, kann man heute noch schützen, aber
ist nicht mehr wirklich von Bedeutung. Ja. Es kommt jetzt noch vor, dass so Chips kopiert werden, speziell in China. Dass Chips in China kopiert werden, ja, die Chinesen machen einiges. Die Chinesen screenen einmal, welche Patentanmeldungen und überhaupt in wo geschützt sind. Also Patente, auch alle anderen Sachen, sind nationales Recht. Das heißt, immer nur da, wo ich es angemeldet habe, ist es geschützt. Jetzt schauen die Chinesen, in welchen Ländern das nicht geschützt ist. Entweder machen sie es nach, oder sie lassen die Straßen, auf denen sie fertigen, weiterlaufen und verkaufen in die Länder, wo es nicht geschützt ist, unlizenziert weiter. Auch das machen sie. Dann ist das ein nicht lizenziertes Original. Man kann das umgehen, indem man zum Beispiel in China ein Patent anmeldet, was gar nicht so teuer ist, und dann kann man sagen, ihr dürft das nicht auf den Markt bringen. Und da gibt es jetzt schon ganz viele Institutionen, die helfen, die Chinesen einzudunken. Und da hat man auch Erfolg. Aber dazu muss man ein Patent in China, was also jetzt nicht die Welt kostet, bei den Gesamtkosten, muss man mitnehmen. Ja, und das ist, wenn die was fälschen oder so, das ist dann auch noch eine Zollsache und lauterer Wettbewerb und. Dann geografische Herkunftsangaben, hat manches vielleicht schon gesehen auf dem Kürbiskernöl oder so. Da gibt es verschiedene Levels, also das oder die Wachauer Marillen, das ist einfach, dass die Spezialitäten aus einem Land nicht alle in der EU-Einheitsbrei vorkommen. Pflanzensorten ist jetzt nicht unser Thema. Software fällt einerseits unter das Urheberrecht. Unter Patente kann man es dann schützen, wenn es eine sogenannte Computer Implemented Invention ist. Das heißt, ich brauche eine Hardware dazu. Aber nicht, ein Computer ist jetzt keine Hardware, da wird es nur ausgeführt. Sondern zum Beispiel, ich habe eine Bremse und entwickle ein Programm, das die Bremse löst, wenn die blockiert. Also ein ABS-System, ein klassisches. Da kann ich mit Hilfe der Bremse und den Sensoren die Software mit hineinnehmen. Aber ich muss ein bestimmtes Ding steuern damit. Dann geht es als Patent durch. Die reine Software, das machen die Amerikaner. Das ist dann noch in Amerika geschützt, aber hier geht das dann meistens nicht durch. Dann haben wir ganz zum Schluss, das zeige ich dann noch her, den Almdudler. Das war also die Schrift. Und das bin ich, wenn jemand Fragen hat und Tipps, nicht einschüchtern lassen beim Patentamt nachfragen oder mich in Twitter andüdeln. Ich sage euch, wo ihr hingehen müsst, wo ihr nachfragen müsst. Ich habe das auch schon gehabt, es ist jemand gekommen, ein Schritt vom Rechtsanwalt, er soll seine Saunakabinenfirma zudrehen und er hat woanders gearbeitet und die haben mit viel Mühe so und so viel Patente und bla bla bla. Ich habe reingeschaut in die Register. Von den 5 Anmeldungen ist eines erteilt worden und das war nicht mehr aufrecht. Er sollte es nehmen, habe ihm das ausgedrückt, gesagt, bitte zeigt es dem Rechtsanwalt, der so blöd ist, aufs Dach. Also einmal nicht einschüchtern lassen, sondern nachfragen. Ja. Also du solltest gelernt haben, dass wenn das nur eine Marke ist. Nein, habe ich nicht. Wer Französisch kann, weiß, dass das Hexe heißt. Ja, gut, ich wollte noch eines vorspielen, zu den Klangmarken. Das ist der Server vom österreichischen Patentamt. Jetzt hoffe ich, dass er anspringt und dass man... Nein, er hat... Das ist eine Klangmarke. Das Ricola gibt es auch, aber das habe ich so schön gefunden. So, noch Fragen? Also es gibt einen Link über das österreichische Patentamt. Dann gibt es das Markenamt in Alicante. Es gibt die WIPO in Genf. Das ist alles relativ kompliziert. Man kann nachschauen am deutschen Patent- und Markenamt. Die haben aber nur die Deutschen drin. Beim österreichischen Link wird einiges außerhalb mit abgefragt.
Bei den Amerikanern müssten wir über das US-PTO einsteigen. Also es gibt da schon Links, es ist kompliziert. Also wenn ich selber etwas recherchiere und nichts finde, heißt das, ich habe nichts gefunden. Wenn ich was finde, kann das ein Indiz dafür sein, dass ich es wegschmeißen kann. Wenn ich nichts finde, wäre ich vorsichtig und hätte mal einen Fachmann drüber lassen. Ja, noch. Markenschutz ist ein nationales Recht. Wie schaut das jetzt aus? Wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen Käse zum Beispiel, wie schützt das in Österreich? Da kriegen wir österreichische Konkurrenz. In Deutschland hat das ja wohl, wenn ich hier eine kleine Firma habe und gar nicht expandieren will, ist das wurscht. Ich würde, wenn ich solche Sachen, also Urheberrecht entsteht einmal von alleine, da muss ich nichts machen. Wenn ich das als Computer implemented in Menschen verkaufen würde, würde ich also diesen Schutz durchaus über Österreich hinaus ausweiten dann. Ja? Die würde ich auch möglicherweise zumindest in Europa anmelden. Die Marke meiner Softwarefirma hat nichts damit zu tun, was ich drüber vertreibe. Nein, ja, der Produktname ist aber auch ein Markenname. Ja. Also der Siemens hat alle Geschirrspüler Lady genannt. Was dort drin ist, hat sich von Saison zu Saison geändert. Also der Produktname, Steuerung von Motoren zum Beispiel, ganz einfach, besagt nicht, was dort drin ist. Da hätte ich auch sagen, ist der Markenschutz eher irrelevant, sondern es ist gescheiter, man schützt sich seine Software, die man vertreibt, ordentlich. Schaut, dass man die in Chips verpackt, die nicht auslesbar sind und. Und die Software, dass man das ordentlich dokumentiert, dass man das nachweisen kann und so weiter. Aber wir können gern hinterher noch was reden. Also Copyright ist automatisch da, bloß die Amerikaner kochen da ganz bös ihre eigene Suppe. Also wie gesagt, bei der Mickey Mouse wollen sie es jetzt auf 90 Jahre verlängern, die Freiheitsstatue und einige andere und vom Winde verweht und Rest habe ich mir nicht gemerkt, wollen sie jetzt so schützen für immer, weil wir sind wir, make America great again. Also ja, aufpassen und noch eine. Das muss die Administration sagen, ob das darf. Das eine wäre, was kostet mich jetzt zum Beispiel eine Ordnung? Kann man das überhaupt alleine mit einem Anwalt machen? Wie aufwendig ist das? Also eine Marke in Österreich kostet 372 Euro für 10 Jahre. Verlängerung kostet für weitere 10 Jahre kostet 600 irgendwas. Die europaweite kostet die Anmeldung, wenn man es erweitert, also bei 300 irgendwas, die Verlängerung ist, glaube ich, billiger. Also eine Marke kann man sich wohl leisten. Ein Patent, das druckt man alleine nicht durch. Ich weiß von einem Startup in der Pharmafirma, 99 Länder, 250.000 Euro für die Patente. Also wenn du deine Firma eine Trademark hast, wenn du sie hast, erst dann, wenn du sie hast, nicht wenn sie angemeldet ist, wenn du sie hast, darfst du das eher mit dem Register dazugeben. Das heißt aber, was du da drunter vertreibst, ob das eine Open Source ist oder Kekse oder Bücher, ist völlig egal. Das heißt nur, dass es eine Marke für das Produkt. Das Produkt musst du dann angeben, in welche Warenklassen, aber
Das ist alles ziemlich heikel. Gut, danke. Wenn jemand noch Fragen hat, gern hinterher auch noch.